Mein Name ist Markus Futschig, ich bin Sportmoderator, Sportkommentator. Ich freue mich heute riesig darauf, hier diesen Kinderspielplatz für große Kinder im Endeffekt moderieren zu dürfen. Und hier ist nachher dann die Siegerehrung. Hier geht es darum, um im Endeffekt den Alleskönner 2016 von der Unimog Challenge dann zu küren. Ich habe mich nicht so besonders darauf vorbereitet für die Challenge, weil einfach mal just for fun mitzumachen und dabei zu sein und versuchen, was man kann. Ich habe einen, einen 1300er, so wie der draußen steht, aber noch Original Bundeswehr. Diesen Offroad bekloppt, auf Deutsch gesagt. Das ist heute ein Spaßtag. Ich fahre ja sonst 365 Tage minus Urlaub. Minus krank so ein Unimog. Die anderen Kollegen, die hier sind, auch, aber wir haben einen Vorteil, wir müssen sie nicht bezahlen. Gefahren wird hier mit dem Hydrostaten. Kennt denn jemand? Nein, Hydrostat? Nein. Machen wir jetzt aber gleich noch ein Fahrzeug durch. Ja. Hydrostat, wir brauchen die Hydraulik und wir brauchen euer Können. Ja? Da scheitert's dran. Es ist kurz vor 10, das heißt, in wenigen Augenblicken starten wir mit der Unimog Challenge 2016 hier auf dem Gelände der Alborn GmbH. Ich wünsche allen Kandidaten, ich drücke allen die Daumen und viel, viel Erfolg, viel Freude, viel Spaß, dass wir hier alle wirklich einen richtig genialen Event heute hinlegen. Yeah! Den Kevin, der ist Straßenwärter und arbeitet halt jeden Tag mit seinem Unimog und deswegen ist er halt unser Alleskönner. Meine Eindrücke sind super, also deutlich übertroffen. Sie müssen ja eins wissen, das Konzept, was wir hier heute vorstellen, ist ein ganz neues Konzept. Also wir haben gesagt, wir wollen mal spielerisch mal ein paar Übungen machen und zeigen, was macht denn den Geräteträger aus. Der Geräteträger, haben wir hier 4 Stationen, der macht ja seine Multifunktionalität aus letztendlich. Und das haben wir gedacht, das üben wir doch mal spielerisch, laden mal 30 Fahrer ein und schauen, wer denn hier der Alleskönner ist. Wir haben es deshalb Alleskönner genannt, weil der Unimog ist der Alleskönner. Ja, er kann wirklich alles, was auf Straße und Gelände zu tun hat. Und die Fahrer sind zum Teil auch Alleskönner. Einfach Spaß, weil du setzt dich rein, fährst los und kommst auf jeden Fall an. Keine Probleme mit Elektronik, es läuft halt das Auto. Und wenn du durch den Ort fährst, Dach offen, dir winken die Leute mal zu, es macht einfach Spaß. Wir fahren jetzt nach Hause und dann wird der Grill angeschmissen, gibt es ein paar schöne Biere und dann war es das für heute.